Ich hab bald keine Muni mehr. Ich müsste eigentlich mal ein paar Leichen looten, damit ich wieder ein bisschen Muni bekomme. Und das alles nur, weil vorhin mein Mittelfinger zu schwer war. Spektakulär vermasselt. Operation fehlgeschlagen. Warum explodiert jetzt der Van? Los, los, findet ihn! Das bringt nichts. Er ist weg. Oh, warte. Och Mann, ich hab echt keinen Bock mehr. Was ist das denn für ein Kack? Mann, oh. Wir wissen von einem Albion-Mitarbeiter, der vielleicht für uns empfänglich wäre. Verzeih meine Wortwahl, aber du siehst verrückt genug aus, um die Dinge hier ändern zu wollen. Oh mein Gott, bist du vom DedSec? Oder Moment mal, steckst du hinter den Sporen? Was? Die geheimen Gehirnpilze der Regierung. Mit den Sporen kontrollieren sie die Gedanken unschuldiger Menschen. Du bist bestimmt auch schon einigen ihrer Opfer begegnet. Hör zu, ich habe alle Daten hier. Wer beteiligt ist und wo. Welche Ressourcen sie nutzen. Wenn du die Pilze vernichtest, beweist das, dass du nichts damit zu tun hast. Dann kann ich dir trauen. Gut, ich werde es versuchen. Kein Interesse. Oh, verdammt nochmal. Das kann doch nicht sein, oder, Bagley? Sie hat definitiv nicht alle Tassen im Schrank. Die Zentrale dieser geheimnisvollen Intrige soll sich in einem Albion-Büro in der Nähe befinden. Könnten wir uns trotzdem mal ansehen. Okay, dann decken wir mal auf. Und noch mal.
Ich lauf lieber. Ja, ich krieg das einfach nicht hin. Was ist denn an diesen komischen Missionen jetzt plötzlich so schwer? Ich stelle es gleich auf leicht, das Spiel. komm nicht vorwärts. Was gibt es, Bagley? Einige hier stationierte Albion-Wachen verkaufen Paletten mit Hightech-Waffen an Clan Kelly. Zu hohen Preisen. Klar, die Korruption ist offensichtlich. Aber es ist wohl kaum eine böse Verschwörung. Dann hau ich mal drauf. Da sind die Waffen. Hervorragend! Du hast diese nicht existente Verschwörung beseitigt. Sollen wir unserer Freundin Bescheid geben? Hör mal, wir haben deine Liste abgearbeitet. Aber es gab keine Verschwörung. Nur dieselben Arschlöcher wie immer, die von Londons Misere profitieren. Oh Gott, sag mir nicht, du wurdest auch mit den Sporen infiziert. Ha, nein, du zeigst keine Symptome. Vielleicht bist du ja immun gegen die schwerwiegenden Effekte. Faszinierend. Detzek sucht nach Widerstandskämpfern. Und du scheinst den Widerstand in dir zu tragen. Wie wär's, wenn du ihn entfesselst? Fuck ja, bin dabei. Wir haben jemanden von Albion in unserem Reihen. Sagen wir Bescheid, dass es soweit ist. Ich werde immer noch verfolgt. Uns jetzt langsam mal... Jetzt. Meine Güte. Aber habt ihr das gesehen? Wir haben jetzt den... Wir haben jetzt rekrutiert. Uns wurde diese Mission jetzt geschenkt, weil... wirklich. Wir haben die jetzt wirklich geschenkt bekommen. So, Wechsel zu Albion. Mach's gut, Theron. Danke, dass du da warst. Ich hab's jetzt übrigens geschafft. Wir können jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Aber einen schönen Abend noch, Theron. Mutig, dämlich. Zwei davon reichen aus, dich uns anzuschließen. Manche hier sind alles davon. Ja, ich hab richtig Bock, was Gutes zu tun. Sehr gut. Ich glaub, wir hatten... Testtreffen beginnt gleich. Nähere dich dem Tower auf London, wenn du bereit bist. Ich hatte, glaube ich, jetzt einfach nur Glück, dass ich von der richtigen Seite gekommen bin und dass dort direkt das Versteck stand. Eigentlich hätte ich mich bestimmt wieder durch 20 Gegner mindestens schießen müssen. Ich glaube, das war gerade wirklich nur Glück. Das Glück war endlich mal auf meiner Seite. Wenn wir Glück haben, wissen sie noch nicht, dass du die Springerstiefel an den Nagel gehängt hast. Setz einfach dein harmloses, dem System ergebenes Gesicht auf. Oh, und vergiss deine Uniform nicht. Ja, die hab ich doch an. Das ging ja schnell. Sieht super aus. Deine Ex-Kollegen werden dich nicht bemerken, wenn du sie nicht zu genau hinschauen lässt. Wo soll ich jetzt hin? Muss auch mal sein. Ja, ich habe das jetzt auch gebraucht, Julia. Tatsächlich.
Wehe, der guckt mich jetzt an. Hier nicht mal rein. Oh boy. Wieso entdeckt mich jetzt die Drohne? Ich bin doch uniformiert. Warte auf aktiven Protestbericht. Ich versteh's nicht. Ich bin uniformiert. Man da nicht so richtig, wo genau ich hin soll. Da rein. Guckt mich doch einfach nicht an. Toll, da drin laufen aber auch Wachen rum. So war der plötzlich hier vorne. Wurde schon wieder quasi entdeckt. Eine Warnung, jetzt wo wir drin sind. Eine Störung reicht und Nigel Cass wird sein Treffen absagen. Lass dich nicht von deinen früheren Kollegen entdecken oder die Operation ist gelaufen. Ja, in diesem Stockwerk hat Nigel nichts Wichtiges. Du scheinst eine Menge über ihn zu wissen. Naja, ich war auch bei Albion, falls du das noch nicht gerafft hast. Cass und ich waren Freunde. Ich habe ihn bewundert. Er war unglaublich. Ein Technikgenie. Und ich stand total auf so Zeug. Tja, ich wollte sein wie er. Darum habe ich mitgemacht. Ernsthaft? Habe erst später rausgefunden, dass er ein scheiß Killer ist. Wie soll ich denn hier langkommen, ohne entdeckt zu werden? Was soll der Scheiß? Können Sie mir mehr darüber verraten, wie der Umbau vorangeht? Alles läuft nach Plan. Wenn diese Leute sich nicht vor dem Reinkommen die Schuhe abtreten, jetzt hätte ich nicht schon genug zu tun. Der Baustelle. London führt Krieg gegen das Verbrechen. Aber Albion ist hier, um zu schützen. Also, ja, Drohnen sind nicht toll, aber sie sind trotzdem eine Verbesserung. Ich habe gehört, Deadcheck wäre zurück.
Hoffentlich nicht. Terroristen, die sich als Moralapostel aufspielen. Für diese Tür braucht man offensichtlich einen Sicherheitsausweis. Top. Nutz einen der Computer in der Nähe für deine Fälschung. Sei vorsichtig. Du willst nicht wissen, was Nigel mit Eindringlingen macht. Warst du mal da draußen? Es gibt Teile der Stadt, die müssen mal mit schweren Stiefeln bearbeitet werden. Verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Aber es gibt immer ein Element, das sich der Ordnung widersetzt. Was? Ja, aber ich dachte, wir hätten uns darum schon vor langem gekümmert. Du meinst, ich habe Gerede auf der Straße gehört, dass sie wieder aktiv sind. Es wird etwas dauern, bis die Fälschung fertig ist. Zur Beschäftigung habe ich hier ein paar Bilder und eine Aufnahme aus der internen Untersuchung zum Tod von Cass Senior. Lass mal sehen. Internes psychologisches Gutachten. AS-001, Cass, Nigel. Mr. Cass hatte ein traumatisierendes Erlebnis, als er den Mord an seinem Vater Gareth Cass, CEO von Albion, mit ansehen musste. Schon bald nach dem, was er Ereignis nannte, entwickelte er entsprechende Symptome. Mr. Cass litt anfangs unter Schlaflosigkeit, Paranoia, Schuldgefühlen und Albträumen. Mit der Zeit konnte er seinen Zorn und die von ihm beschriebene Kraftlosigkeit in seine Arbeit kanalisieren, um Albion zu einem, Zitat, Mechanismus zur Früherkennung unberechenbarer Gewaltakte zu transformieren. Es ist eine Art Manie an der Schwelle zur Psychose. Ich habe Bedenken, ob Mr. Cass in der Lage ist, ein multinationales Sicherheitsunternehmen zu leiten. Doch ich kann zu diesem Zeitpunkt keine weitere Empfehlung treffen, als die, ihn weiter zu beobachten. Vor allem, da ich aufgefordert wurde, seinen Fall zu schließen. Oh wow, fast tut er mir leid, aber vielleicht hätte er lieber eine Therapie machen sollen, anstatt Sicherheitschef von London zu werden. Tja, Nigel stand eigentlich nie jemandem nah, außer seinem Dad. Und mir vielleicht. Er hat den Menschen nie wirklich vertraut. Also, der Pass ist bereit, aber mehr schlecht als recht. Wenn diese Widerstandsgeschichte nicht funktioniert, solltest du dein Geld nicht mit Dokumentenfälschung verdienen. Probieren wir es trotzdem. Nigel Cass wartet. Okay. Wir müssen eigentlich immer nur den einen, der da rumläuft, ablenken, wenn wir ihn passieren. Alle anderen interessieren sich nicht für mich. Hallo Dystopia, ich hab schon Hallo gesagt, oder hab ich's nur gedacht? Entweder ist er der asozialste Geschäftsmann Londons oder ein verdammter Attentäter. Ich bin echt kein Pessimist. Aber wenn wir die Söldner nicht bräuchten, wären sie auch nicht hier. Wie läuft's so? Leicht angespannt. Ich sag dir, das macht riesen Spaß. Wie sieht's mit den Messgrößen aus? Die Deadline wird immer näher. Es wäre schlecht, sie zu verpassen. Er spricht gerade mit den Anteilseignern. Ich weiß, aber wenn ich das verpfusche, verzögert sich das Projekt bis wer weiß wie lange. Mach bitte keine Witze darüber. Ich wäre nicht mal da. Warum ist es gerade so komisch ruckelig? Willkommen bei Projekt Themis. Unsere neuen autonomen Drohnen. Ein Taskmanager. Diese Drohnen identifizieren, isolieren und terminieren Bedrohungen, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin, sehen alles. Sie töten ein Ziel allein in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen können tun, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln, unverzüglich und entschlossen. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich nicht hier stehen und Ihnen sagen, nein, Ihnen versprechen, dass mit dem Start von Projekt Themis London die erste Stadt der Welt sein wird, die wirklich sicher ist. Mr. Cass,
Ich hatte gehofft, Sie hätten uns hergeholt, um über die moralische Seite zu reden. Nein, schon okay. Der Commissioner macht sich Gedanken, so wie wir alle. Ich schätze seine Leidenschaft und Hingabe. Reden wir darüber. Nun, zum einen, Themis geht weit über Albions Mandat hinaus. Wir sollten die Regierung wirklich stärker einbeziehen. Verstehe, Start verschieben, um über die Details zu reden und sie einzuordnen. Die menschliche Seite wird außer Acht gelassen. Ich kann den Verteidigungsminister anrufen. Jetzt sofort. Wenn Sie drauf bestehen. Die menschliche Seite hat uns erst in diese Situation gebracht. Jetzt wird nicht mehr geredet, gezögert oder gerätselt. Bitte verstehen Sie. Ich lasse nicht zu, dass jemand, mich eingeschlossen, Themis sabotiert. Also, werden unsere Freunde bei Tidus bereit sein? Sie sind schließlich ein Stützpfeiler dieses Projekts. Müssen Sie noch irgendwelche Dritte konsultieren? Nein. Wir werden bereit sein. Und gerade zur rechten Zeit. Kriminelle beherrschen unsere Straßen. Illegale bedrohen unsere Familien und der Polizeikommissioner selbst wurde von Terroristen ermordet. Entschlossenheit ist schwer, aber das Beste ist, sobald die Entscheidung getroffen ist, muss keiner von ihnen mehr etwas tun. Achtung! Aufgrund eines Datendiebstahls wurde eine gebäudeweite Razzia angeordnet. Ich hatte dich wegen der Fälschung gewarnt. Deine Uniform wird helfen. Sie dürfen dich nur nicht zu genau ansehen. Wie komme ich hier raus, Bex? Die Katakomben. Los. Die Katakomben, und wie komme ich dorthin? Die dürfen mich nicht so genau ansehen, ja, wenn die mir jetzt hier entgegenkommen. Ist das? Gib auf! Och, komm on, ich hasse es! Ich konnte nicht ablenken. Es war noch nicht ready. Aufgrund eines Datendiebstahls wurde eine gebäudeweite Razzia angeordnet. Ich hatte dich wegen der Fälschung gewarnt. Deine Uniform wird helfen. Sie dürfen dich nur nicht zu genau ansehen. Wie komme ich hier raus, Bex? Die Katakomben. Los. Ich hasse diese. Ja. Wenn der dort steht, what the fuck, wie soll ich? Ein tolles Gefühl. Thank you.
Ja. Nur entkommen, ne? Also. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, das stimmt, Julia. Das hätte auch sein können. Das war ja hier auch schon ein paar Mal der Fall. Jetzt hast du Nigel in Aktion gesehen, was? Der Mann kann sehr überzeugend sein. Wie es aussieht, will er Themis wohl so schnell wie möglich starten. Und nach dem, was er gesagt hat, ist das wohl keiner, der den Kopf wieder in den Sand steckt. Sind jetzt hier auch welche? Ich befürchte es ja. Weil ich kann immer noch nicht rennen. Mann. Was ist das jetzt hier plötzlich für ein Horrorspiel? Bin ich hierher gekommen? Ich bin hierher gekommen. Oh, ich kann rennen. Wo muss ich lang, Chat? Das gefällt mir überhaupt nicht. Was ist das hier? Wir werden da gleich eingesperrt, oder? Hier geht gleich Strom an. Oder irgendwas. What's that horror game? Was war das? Bitte nicht tauchen. Boah, verdammte Kacke. Albions streng geheimes Projekt ist eine automatisierte Killermaschine. Anscheinend ist Cass so gut wie fertig. Wir müssen ihm Themis aus den Händen nehmen. Ich bereite das Briefing vor. Bist du dabei, Hamish? Ich riskiere mein hübsches Gesicht nicht, schon vergessen? Aber schaltet mich dazu. Bagley, du und ich müssen noch Pläne schmieden. Kroko.
dachte auch, was passiert jetzt? Kommt jetzt ein Seeungeheuer. Ein Kanalungeheuer. Warte, Technik. So. Nee, ich warte mal, ich fühle mich nicht so wohl jetzt mit der Albion-Kleidung. Ich bin lieber der Bauarbeiter. Aber wir haben die Mission tatsächlich quasi beim ersten Mal geschafft. Bist du gerade nicht beschäftigt? Du bist dran. Mein Kram kann warten. Ich überlege aber gerade, ob ich mir kurz einen Apfel schneide. Okay, du bist kurz am Telefon und ich mache mir kurz einen Apfel. Ich habe nämlich ein bisschen... Warte, ich gehe bloß aus der Ecke hier weg. Ich habe nämlich so ein bisschen Hüngerchen. Aha, so geht das. Und dann treffen wir uns dann gleich wieder.